Guten Morgen. Einstein. Na, mein Schatz, hast du gut geschlafen? Willst du runter? Na, geh runter. Ah, ist das herrlich hier und die Sonne. Wir haben Ende Mai, wir haben die Vatertagswoche und es ist das erste Mal, dass wir im Dachzelt schlafen dieses Jahr. Das erste Mal seit September letzten Jahres, wo wir in Westalpen waren. Ich bin im Altmühltal mit Einstein, Christine ist nicht dabei und wir gehen paddeln. Ich trinke jetzt noch meinen Tee, dann suchen wir uns einen Bäcker und dann geht's aufs Wasser. So, für euch waren das jetzt ein paar Sekunden. Wir sind jetzt seit 2 Stunden ungefähr unterwegs und sind auf dem Campingplatz angekommen, wo wir heute übernachten werden. Ein kleiner, feiner, gemütlicher Campingplatz an der Altmühl. Wasserwandern mit dem Subboard habe ich so auch noch nicht gemacht. Heute quasi Premiere. Ich war zwar schon mit dem einen oder anderen Subboard auf dem See, auf dem Fluss unterwegs. Ich war auch schon mal mit einem Subboard, mit einem richtigen, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, mit so einem bootsartigen Bug auf der Ostsee, war ich auch schon. Und selber habe ich bisher keins gehabt, weil die einfach immer so teuer waren. Und das ist ein relativ günstiges, das kostet so um die 300 Euro. Und das teste ich dieses Wochenende mal. Das ist ein Goosehill Sailor. Und das ist ein 10 Fuß 6 Zoll mal 32 mal 6. Das heißt, es ist 3,20 Meter lang, es ist 81 cm breit und die Dicke sind 15 cm. Das ist ein relativ normales Maß für solche aufblasbaren Subboards. Wenn ihr das so kauft, ist da alles dabei. Also ihr habt die Pumpe dabei zum Aufpumpen. Ihr habt das Paddel dabei, das ist dreiteilig zum Zusammenstecken. Das ist ein Alu-Paddel, wo hier so ein Schnellspanner dran ist und dann könnt ihr das hier stufenlos einstellen. Und unten, der untere Teil, der ist so zusammengesteckt mit so einem, ja, wie nennt man das hier, mit so einem Stift, den man reindrücken kann. Das ist ein Kunststoffblatt und das ist ein Aluminiumschaft. Also ich sag mal nichts Besonderes. Und ich muss auch sagen, wenn man so vom Paddeln so CFK-Rohr gewöhnt ist vom Paddel, nervt das Alu schon ein bisschen, weil es halt mehr nachgibt. Es ist halt nicht so steif wie ein CFK-Rohr. Aber es ist okay.
Und vor allem für die Preisklasse ist es völlig okay. Und dafür, dass es dabei ist, ist es okay. Und man kommt damit völlig okay vorwärts. Genauso wie mit dem gesamten Board. Das nächste, was dabei ist, ist eine Leash. Also die ist hinten am Board befestigt, an einem D-Ring. Ich habe es jetzt hier um den Tragegriff drum gemacht. Also die macht man normalerweise am Fuß fest, am Knöchel, wenn man runterfliegt vom Board, dass das Board halt nicht wegschwimmt. Das brauchen wir jetzt auf der Altmühle nicht wirklich, weil wenn man vom Board fällt, dann stellt man sich halt ins knöcheltiefe Wasser hin und nimmt sein Board halt wieder. Deshalb habe ich es hier an dem Griff in der Mitte festgemacht, einfach, dass es nicht umherfliegt. Ich hätte es auch abbauen können, aber dann hätte ich es euch ja nicht zeigen können. So, dann in der Mitte ist ein Tragegriff dran. Mehr oder weniger Standard, nichts Besonderes. Und was ich sehr gut finde, ist, fast auf der gesamten Oberfläche ist hier diese Anti-Rutschmatte, sage ich mal. Das ist so wie so eine Schaumstoffmatte, die hier eigentlich fast auf der kompletten Länge vom Heck hinten. Bis hier vorn. Und auf der steht man wirklich sicher und fest. Und hat gut Halt, funktioniert gut. Und was auch gut ist, ein Stein hat auch guten Halt drauf. Ich habe jetzt relativ viel Gepäck dabei und ich nehme es jetzt mal ab, um euch die Gummiringe, die hier normalerweise jetzt fürs Gepäck da sind, zu zeigen. Also hier habt ihr solche Gummiringe, die auch an D-Ringen befestigt sind. Und da könnt ihr jetzt, wenn ihr zum Beispiel nur den Rucksack von dem Board dabei habt oder halt einen kleinen Rucksack mit Proviant oder was weiß ich, der hält hier sehr gut. Das haben wir auch schon gemacht, wo wir das erste Mal mit dem Board unterwegs waren. Aber für das viele Gewicht, was ich jetzt hier hatte, das wollte ich ordentlich verzurren. Und deshalb habe ich mir einfach einen Spanngurt durch die 4D-Ringe durchgezogen. Einfach um die Säcke richtig zu verzurren. Gut, jetzt habe ich das alles runter. Dann kann ich es auch besser umdrehen. Was ich euch beim Aufbau vorhin nicht gezeigt habe, es ist die Finne. Es sind drei Finnen an dem Board verbaut und die beiden kleinen hier, die sind fest dran, die sind fest verklebt und die große, die kann man abnehmen. Die hat hier so einen Sicherungspin. So, und dann könnt ihr die einfach rausnehmen. Und der Einbau ist natürlich genauso leicht. Einfach reinschieben und dann den Sicherungspin reindrücken, damit es nicht wieder rausrutschen kann. Und dann ist es fest. Das gefällt mir richtig gut. Das ist kein Gefummel, sondern ist wirklich problemlos. Einfach rein, sichern, fertig. Also es ist alles dabei, was ihr braucht, um zu starten. Also es ist ein Komplettset. Das Board, die Finne als Einzelteil zähle ich jetzt mit auf. Die Leash, das Paddel, der Rucksack natürlich, wo es reinpackt. Die Pumpe und es ist ein Flickzeug dabei. Das Flickzeug besteht aus PVC-Flicken, die ihr drauf machen könnt. Und da ist ein Werkzeug dabei, um das Ventil auszuschrauben. Also das heißt, wenn mal das Ventil undicht ist, könnt ihr es rausschrauben, reinigen, wieder einschrauben und dann ist wieder dicht. Also wenn es nur halt irgendwie Sand dazwischen war oder sowas. Also das finde ich echt gut, dass dabei ist. Was ich nicht gut finde bei dem Flickzeug ist, es ist kein Kleber dabei. Also das heißt, wenn ihr ein Leck habt, müsst ihr euch noch einen PVC-Kleber besorgen. Warum der nicht dabei ist, kann ich nicht nachvollziehen. Ich dachte erst, er wäre vergessen, aber nein, er ist tatsächlich nicht dabei. Ansonsten ist es alles, sage ich mal, gut erklärt. Bedienungsanleitung ist sehr gut. An der Pumpe ist ein Manometer dran, dass ihr beim Aufpumpen genau seht, wie viel Druck ihr drin haben müsst. Da kommen 12 bis 15 PSI rein, beziehungsweise ungefähr 1 Bar. Ich habe es jetzt knapp über 1 Bar aufgeblasen. Und die Pumpe ist eine Doppelhubpumpe, das heißt, oder nein, eigentlich ist es eine Doppelhub- und Einfachhubpumpe. Das heißt, ihr habt einen Stopfen, das ist ein kleiner roter Drehstopfen. Wenn der drin ist, habt ihr eine Doppelhubpumpe. Das heißt, sowohl beim Ziehen als auch beim Drücken pumpt die. Und wenn es leer ist, kriegt das so halt besonders schnell die Luft rein, bekommt das besonders schnell gefüllt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel hier reinpassen. In das große Board von Goose Hill passen 300 Liter rein. Hier sind es wahrscheinlich weniger. Ich weiß es aber nicht genau, wie viel reinpasst, aber auf jeden Fall, ihr habt ganz schön zu tun, das aufzupumpen. Es passt jede Menge Luft rein. Und deshalb Doppelhub. Und wenn ihr dann aber das soweit gefüllt habt und euch langsam dem Druck annähert, dann wird es halt sehr, sehr schwer, das zu pumpen. Also es ist tatsächlich so, dass Christine mit ihren
knapp 50 Kilo die Pumpe kaum runtergedrückt kriegt, wenn das, sag ich mal, so ja, sich diesem einen Bar nähert. Und dann könnt ihr den Stopfen rausnehmen und dann pumpt die nur beim Drücken. Das ganze Board wiegt, glaube ich, mit Zubehör insgesamt 9,3 Kilo. Also das ist auch völlig easy zu tragen. Und was mich total begeistert hat, das ist der Rucksack. Der ist wirklich sehr gut verarbeitet, sehr robust, ein sehr, sehr grober Reißverschluss. Also geht auch nicht so schnell kaputt. Und was ich sehr geil finde, es passt, wenn das Board und die Pumpe und das Paddel und alles drin ist, passt noch jede Menge rein. Also das heißt, wenn ihr nicht gerade wie ich jetzt heute hier Wasserwandern mit Zelt und allem Pipapo macht, sondern nur mal eine Tour macht, wo ihr euch Proviant mitnehmen wollt oder irgendwas, dann könnt ihr eure Klamotten, eure Badesachen, euer Handtuch, was weiß ich nicht alles und Proviant in den Rucksack mit reintun. Habt also nur diesen einen Rucksack dabei. Für wen und für was ist das Board geeignet? Meiner Meinung nach ist es ein optimales Anfängerboard, weil es ist sehr breit und es ist sehr, sehr kippstabil. Ich habe schon auf Boards gestanden, die deutlich kipplicher waren und auf dem fühle ich mich richtig wohl. Ich muss sagen, ich bin so nicht das Gleichgewichtswunder. Ich mache das gern, ich paddel gern und alles, das macht mir alles Spaß, aber so Gleichgewicht halten ist jetzt nicht so gerade das, was ich am allerbesten kann. Auf dem Board überhaupt kein Problem. Also für einen Anfänger absolut geeignet. Es ist ein Allrounder, das heißt, es ist jetzt halt, dadurch, dass es halt so breit ist, ist es jetzt natürlich nicht besonders schnittig und besonders schnell. Und es ist, glaube ich, auch für so ein typisches Tourenboard ein bisschen zu klein. Also das heißt, so richtig viel Gepäck kriegt man da jetzt nicht mit. Wobei ich schon finde, vergleichsweise das, was ich jetzt dabei habe, ist schon relativ viel. Vom Profil her, die Seite oder die Seiten, die sind gerade. Also das heißt, das Board ist nicht gewölbt. Na, es gibt ja auch Boards, die im Prinzip so eine Bogenform haben. Das ist gerade und dadurch und auch durch die drei Finnen, vor allen Dingen durch die große Finne, bekommt das einen sehr, sehr guten gerade Auslauf. Wenn ihr mal abends eine Runde auf den See wollt, wenn ihr mit dem Wohnmobil am See steht, wollt abends eine kleine Runde auf den See. Das Ding ist in 10 Minuten aufgepumpt und ausgepackt. Genau für sowas ist es meiner Meinung nach gedacht und genau für sowas wollte ich es haben, weil wir werden wieder ins Baltikum fahren, wir werden wieder nach Schweden fahren, wir werden wieder nach Finnland fahren und das ist einfach ein Traum zum Paddeln. Dort hat es tausende Seen und genau dafür wollte ich ein Subboard haben, weil genau das habe ich dort eigentlich die letzten Jahre vermisst, wenn wir dort immer waren. Wenn ihr es genau für so eine Anwendung sucht, wenn ihr keine professionellen Subboard-Rennen fahren wollt und wenn ihr Anfänger seid, dann würde ich sagen, ist das ein gutes Board für euch. Und vor allen Dingen, und jetzt ist, sage ich mal, auch für mich der Knackpunkt, weshalb habe ich seit Jahren keins, weil sie mir immer zu teuer waren. Das Board kostet mit diesem Set, also mit allem drum und dran, mit allem, was ihr braucht, um die 300 Euro. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, die haben immer irgendwelche Rabattaktionen. Ich verlinke es euch unten, um die 300 Euro. Und das ist natürlich eine Preisklasse, da braucht man nichts Besonderes erwarten, das ist auch klar. Es ist nichts Besonderes, es ist nicht das steifste Board, aber wie gesagt, ich habe über 90 Kilo, 95 Kilo ungefähr. Es ist überhaupt kein Thema, es funktioniert. Und wir waren auch schon zu dritt drauf. Also Christine und ich und Einstein. Und dann waren das mal eben über 150 Kilo auf dem Board. Und das war auch kein Problem, das hat auch funktioniert. Angegeben ist es sogar mit 200 Kilo. In allen Artikeln und Berichten, die man da so liest, steht eigentlich, das ist eine zu hohe Gewichtsangabe. Ich kann es nicht beurteilen. Ich sage, mit 150 Kilo sind wir bestens vorangekommen und wir sind nicht untergegangen. Und es war nicht unter Wasser so, dass das Wasser drüber gelaufen ist, sondern es war kein Problem. Es hat mit 150 Kilo sehr gut funktioniert. Ich vermute mal, mit 200 Kilo wird es nicht viel anders sein. Aber ich kann es nicht beurteilen. Eine Sache noch. Ich habe auch einen Adapter, um das mit dem Kompressor aufzupusten. Ich habe das vorhin ganz bewusst mit der Pumpe gemacht fürs Video, weil die Pumpe ist halt dabei. Wenn ihr das kauft, habt ihr halt die Pumpe, aber es gibt auch Adapter für einen Kompressor und ich habe es mittlerweile auch einmal mit dem Kompressor aufgeblasen, mit einem normalen Kompressor für Reifen und wir haben schon einen guten, weil wir ja an den Autos auch relativ große Reifen haben. Der hat schon zu tun, also nicht von der Kraft her, sondern einfach, er läuft sehr lang. Es ist halt ein sehr, sehr hohes Volumen, was hier reinpasst. Und der Kompressor läuft da schon ein paar Minuten. Aber es funktioniert. Und so ein Adapter, der kostet auch nur ein paar Euro. Ich verlinke den euch auch unten. Ist überhaupt kein Problem. Den dreht ihr einfach in das Ventil rein.
und schließt einen Kompressor an. Der hat ein Autoventil oben drauf. Wenn ihr jetzt natürlich euch extra einen Kompressor nur für Subboard kaufen wollt, dann kauft entsprechende elektrische Pumpe für Subboards, die speziell dafür gedacht sind. Die bringen mehr Volumen. Ein Kompressor ist ja nicht die erste Wahl. Aber wenn ihr natürlich so wie wir einen Kompressor eh dabei habt, dann braucht ihr euch keine Pumpe kaufen. Das ist Quatsch. Ob man offiziell dieses Board mit einem Kompressor befüllen kann, da haben ja einige von euch auf Instagram in den Kommentaren gesagt, dass man verschiedene Subboards nicht mit dem Kompressor aufblasen darf. Ich weiß es bei dem schlichtweg nicht. Ich verstehe auch nicht, warum es nicht gehen sollte. Ihr müsst halt einfach nur einen Kompressor mit Manometer nehmen und aufpassen, dass er natürlich nicht zu hohen Druck reinblast, weil dann würde das Ding irgendwann platzen, das ist klar. Aber warum soll ich das nicht mit dem Kompressor aufblasen? Sehe ich überhaupt keinen Grund. Gut, genug gelabert. Jetzt wisst ihr alles über das Board. Macht das mal. Ich empfehle es euch. Es macht wirklich Riesenlaune. Es ist, finde ich, viel, viel cooler als mit dem Kajak zu paddeln, was wir ja wirklich auch sehr oft machen. Kennt ihr ja, wir haben ja schon mehrere Videos darüber gemacht. Ich verlinke euch mal ein oder zwei da oben. Wir waren schon in Norwegen zum Gletscher mit dem Kajak, waren in Schweden auf der Ostsee, sind zu einer Insel gepaddelt. In Mecklenburg auf der Seenplatte für anderthalb Wochen nur mit Zelt und Kajak. Und mit dem Subboard ist echt was anderes. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Man fühlt sich freier. Man sitzt nicht in diesem Kajak drin. Das ist ja doch eingeengt, sondern man steht auf dem Board. Man kann hin und her laufen. Natürlich mit ein bisschen Übung, weil es ist ja wackelig. Es macht wirklich Spaß. Und dem Hund, würde ich sagen, gefällt es auch besser, weil er halt auch oben drauf umherlaufen kann. So, nun aber genug gelabert. Ich baue jetzt unser Zelt auf. Und dann gehen wir noch einen Happen essen. Und morgen geht es dann weiter. Habe ich jetzt natürlich gebraucht hier. Ne? Jetzt werden wir mal warten. Laut Regenradar ist es nur eine Front, die durchzieht. Jetzt mal erstmal gemütlich Frühstück und dann schauen wir mal, ob es besser wird. Nach dem Regen kommt der Sonnenschein. Zum Glück. Das war schon ein bisschen demotivierend vorhin. So Leute, ab jetzt geht es mit dem Handy weiter, weil die Kamera ist mir eben ins Wasser gefallen. 1000 Euro Kamera mit 1000 Euro Objektiv im Wasser. Ich habe gerade geschaut, wo ich jetzt auf die Schnelle eine neue Kamera herbekomme. Das ist eine Sony Alpha 6400. Die gesamte 6000er Baureihe ist nicht lieferbar. Hervorragend.
Wir sind jetzt in Summe, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon unterwegs sind. Das waren gestern so 2 Stunden Paddeln, mittlerweile mindestens auch 2 Stunden. Ich denke, dass wir heute in Summe so 3 Stunden ungefähr brauchen werden. Jetzt kommt ein Ast auf mich zu. Also man kommt mit dem Ding wirklich gut voran, das muss ich wirklich sagen. Teilweise schneller als die, sage ich mal, Leihkanus, die hier unterwegs sind. Natürlich nicht so schnell wie mit einem Kajak und schon gar nicht so schnell wie mit unserem Kajak, was ja wirklich ein sehr, sehr schnittiges, schnelles Teil ist. Aber man kommt gut vorwärts, hätte ich nicht gedacht. Ich hatte mich auf etwas anstrengenderes Paddeln eingestellt. Man kommt wirklich gut vorwärts, auch darauf bezogen und vor allem auch mit dem Gewicht drauf, muss ich sagen, gutes Ding. Völlig ausreichend für sowas. Da war gerade wieder einer, ein kleiner Biber, aber wirklich ein sehr kleiner, ein junger. Aber ich war wieder zu langsam. Die sind immer recht zügig unterwegs und sind ratzfatz unter irgendeinem Geäst oder im Schilf verschwunden. Komm, es geht weiter. So, bitteschön. So, was ich meine, jetzt habe ich natürlich Luftpumpe nicht dabei, aber ihr seht, hier ist noch jede Menge Platz drin und ich habe jetzt auch noch anderes Zeug reingepackt und die Luftpumpe nimmt auch nicht wirklich viel Platz dann hier drin weg und der ist wirklich sehr, sehr robust. Das ist auch, ihr seht hier, hat innen einen anderen Stoff als außen, also es ist nicht nur eine Lage Stoff und es ist wirklich sehr, sehr robust gemacht. So, und ihr habt da auch noch eine Tasche, wo ihr auch noch was reinpacken könnt. In dem Sinne, wir sehen uns unterwegs. Ciao.